In China sind nach neuesten Angaben mehr Menschen durch das neuartige Coronavirus gestorben als bei der SARS-Epidemie 2002 und 2003 weltweit. 811 Menschen kamen bislang nach offiziellen Angaben ums Leben. Auch die SARS-Epidemie wurde ja durch ein Coronavirus verursacht. Ihr fielen weltweit 774 Menschen zum Opfer. Und auch die Zahl der Erkrankungen in China ist erneut gestiegen. Insgesamt haben sich knapp 37.200 Menschen mit dem Virus infiziert. Um die vielen Erkrankten behandeln zu können, wurde in Wuhan eine zweite Klinik eröffnet. Der Bau hat 8 Tage gedauert. Unterdessen bringt die Bundesregierung heute Deutsche und ihre Angehörigen aus China zurück nach Deutschland. Mit Hilfe der Bundeswehr werden 20 Personen aus Wuhan geholt. Auch Kinder sind wahrscheinlich unter den Rückkehrern. Alle sollen auf dem abgeschirmten militärischen Teil des Flughafens Berlin-Tegel landen. Danach werden sie in eine Klinik nach Berlin-Köpenick gebracht, wo die Menschen mindestens 2 Wochen unter Quarantäne stehen.